Hallo allerseits. Ihr kennt vermutlich alle diese Bücher, bei denen ihr euch so fragt, okay, habe ich dieses Buch jetzt irgendwie nicht verstanden oder habe ich irgendwas überlesen? So ein Buch ist Das schöne Leben und der schnelle Tod von Michael Wedenhans. Dieses Buch beginnt damit, dass Gabor, der ganz neu in eine Stadt gezogen ist und der bald auf eine neue Schule geht, auf einer Lichtung beobachtet, wie erst zwei Jugendliche miteinander rummachen und dann andere Jugendliche auftauchen, dem Mädchen das Bikini-Oberteil wegnehmen und sie hat auch sonst nicht sehr viel mehr an und irgendwie total aufeinander losgehen. Das Ganze ist ziemlich skurril und kurz darauf stellt er fest, die sind alle an seiner neuen Schule und auch noch in seiner Klasse. An dieser Schule, die sehr auf Mathematik spezialisiert ist, versucht Gabor eigentlich nur einen weiteren erzwungenen Neuanfang. Seine Mutter arbeitet als Putzfrau und immer wenn sie Probleme mit ihrem letzten Stecher hatte, steht ein Umzug an. Meistens, weil sie dem Betreffenden Geld schuldet. Naja, und dann sind da also diese merkwürdigen Menschen von dieser Lichtung. Die ziemlich schöne Fee, der das Bikini-Oberteil weggenommen wurde, Moritz, den alle nur Mozart nennen und der fast immer in irgendwelchen Versen spricht, und Lucius, der eigentlich Lucian heißt und der es war, der mit Fee rumgemacht hat. Die beiden Jungs scheinen irgendwie miteinander verbunden zu sein und doch vor allem durch ihre Feindschaft zueinander definiert zu sein. Beide haben immer mal wieder mit Gabor zu tun, der anfängt, sich in Fee zu vergucken. Und trotzdem hat er schnell das Gefühl, zwischen die Fronten zu geraten. Das Ganze spitzt sich immer weiter zu und bald wird klar, dass einer der beiden Jungs anscheinend was mit seiner Halbschwester hatte, Lucius. Und naja, eigentlich wollte er Druckmittel aufbauen gegen seine Schwester, die aus der Stadt fortgehen wollte. Aber Mozart hat am Ende andere Pläne gehabt und das Ganze droht sehr schnell, sehr heftig zu eskalieren. Soweit die Handlung, falls ihr an diesem Zeitpunkt schon verwirrt seid, ist das völlig in Ordnung. Falls ihr gemerkt habt, dass ich kurz Schwierigkeiten hatte, mich zu erinnern, ob es jetzt Mozart oder Lucian war, der eben mit der Schwester was hatte, es ging mir das ganze Buch so, dass ich die beiden irgendwie aus irgendeinem Grund schwer auseinanderhalten konnte. Also ich meine, beide sind sehr, sehr unterschiedlich und während Mozart wirklich fast immer in Versen spricht, ist Lucius verhältnismäßig normal, aber trotzdem auch merkwürdig. Fee ist auch merkwürdig und dann gibt es noch so weiteres Gefolge, das Wiesel, zwei, die als Crab und Goyle bezeichnet werden und ich weiß nicht, also mich hat das den größten Teil des Buches total verwirrt und dieses Buch ist wirklich nicht lang, das heißt eigentlich ist es auch nicht so kompliziert. Naja, und also die Figuren fand ich alle ein bisschen unnahbar. Also klar, Gabor hat man das aus seiner Perspektive erzählt, war ein bisschen besser kennengelernt. Von den anderen Figuren hatte man wirklich das Gefühl, nur so einen oberflächlichen Blick darauf erhaschen zu können, obwohl es auch ein paar kurze Szenen gab, die aus Mozarts Perspektive waren. Ich fand, dass das Buch in vielerlei Hinsicht sehr typisch Jugendlichenbuch war und es gibt so ein paar Zeilen, die Mozart sehr, sehr oft zitiert, die von Gottfried Benn stammen. Und die letzte davon lautet eben, und es bleibt nur die Leere und das gezeichnete Ich. Und er hat halt von einer Auseinandersetzung mit Lucius eine Narbe auf der Wange. Wir beachten diesen subtilen Hinweis des gezeichneten Ichs. Naja, also was die Poesie von Mozart anging, hatte ich manchmal das Gefühl, es sei so ein bisschen too much und ein bisschen too obvious. Ich weiß nicht. Also ich finde Gottfried Benn eigentlich so als Dichter auch nicht schlecht, das bisschen, was ich von ihm kenne. Aber das waren halt so teilweise so Verse, die so ausgesucht waren, so sehr pathetisch. Und naja, also die beiden Jungs haben schon ein ziemliches Getue draus gemacht. Ich meine, einer von beiden kommt immer so, Lucius, total blass geschminkt und mit so Vampirzähnen in die Schule. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Naja, und jedenfalls ist es ein bisschen schwer zu durchsteigen, was da jetzt genau abgeht, bis das Ganze dann am Ende wirklich krass eskaliert. Und nachdem es dann eskaliert ist, gehen ein paar Leute aus der Situation hervor und sind so voll, jo, okay, das und das ist gerade passiert, aber wir benehmen uns völlig normal, als ob sowas immer passiert. Und ich dachte mir so, okay, das finde ich jetzt schon ein bisschen arg merkwürdig. Also dieses Buch hat mich vor allem verwirrt. Ich fand die Leute entweder zu unnahbar und pathetisch oder einfach nur merkwürdig. Gabor ist eigentlich eine relativ normale Figur. Das war dann sehr beruhigend. Das war so quasi der Anker der Normalität in diesem meiner Meinung nach auch relativ durchgeknallten Buch.
Ich fand es wirklich, wirklich schade, dass ich es nicht geschafft habe, immer den genauen Überblick zu behalten, wer zu wem gehört. Vielleicht war ich nicht aufmerksam genug und es ist eigentlich alles voll offensichtlich und einfach. Könnt ihr mir ja gerne schreiben, falls ihr das Buch schon gelesen habt. Naja, ich fand es, wie gesagt, manchmal gerade mit Mozarts Versen ein bisschen too much. Das war dann halt auch so ein totales Rich Kid. Okay, die gibt's auch, aber der hatte dann auch irgendwie ein Samurai-Schwert. Und naja, es gab halt auch so eine Szene, wo er dann einfach hingeht und die Hündin von Fee tötet, deren Großmutter auch total einen an der Meise hat. Und man denkt sich so, what? Ungefähr das habe ich mir die Hälfte des Buches gedacht. Also, von mir gibt es insgesamt den bronzenen Bücherengel, weil mich das Buch zwar doch irgendwo unterhalten hat und ich sehr fasziniert war, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich es aber ein bisschen schade fand, dass das Ganze manchmal etwas undurchsichtig war. Das Ende dann zwar krass eskaliert ist, aber die Figuren auf eine Art und Weise reagiert haben, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Und ja, ich denke, genug der Erklärung, meine Bewertung steht. Ich hoffe, dass ich euch wenigstens halbwegs plausibel erklären konnte, worum es in diesem Buch geht. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!